Moin, moin, meine Freunde, ich wünsche euch allen wie immer einen wunderschönen guten Tag und freue mich natürlich, dass ihr hier wieder bei den FromSoftware News eingeschaltet habt. Heute geht es mal nicht um Elden Ring, sondern heute geht es um Bloodborne und Bluepoint Games. Vielleicht habt ihr jetzt die Gerüchte in letzter Zeit mitbekommen, aber möglicherweise arbeitet Bluepoint Games an einem neuen FromSoftware Game. Oder nicht unbedingt neuen, also möglicherweise arbeiten sie an Bloodborne, einem Bloodborne Remake, Remaster oder vielleicht auch Sequel. Und ich will euch jetzt einfach mal schildern, was genau in den letzten Tagen passiert ist. Ich habe mit Absicht noch ein wenig gewartet. Ja, die News sind schon ein bisschen her, 2, 3 Tage. Und ich habe mit Absicht gewartet, weil es gibt Sachen, die sich so ein bisschen, ja, widersprechen. Und zwar haben wir hier PlayStation officially acquires Bluepoint Games, ja. Also PlayStation hat Bluepoint Games gekauft, die Entwickler von dem Demon's Souls Remake. Und das nächste, was geplant ist, ist ein Original Game, also was Neues. Die machen jetzt kein neues Remake, wie sie es halt zuvor gemacht haben. Ich glaube, Shadow of Colossus war auch ein Remake und kein Remaster. Da haben sie Demon's Souls gemacht. Und das Studio generell ist einfach bekannt dafür, halt Spiele, ja, zu remastern oder zu remaken. Und jetzt arbeiten sie halt an einem eigenen Spiel, ja, oder einem, ne, originalen Spiel. Und das wurde auch wirklich so gesagt. Das steht hier noch irgendwo als Zitat hier. Sie arbeiten an einem Spiel, das jetzt kein Remake sein soll. Das Problem ist, ein paar Tage später, so 3, 4 Tage später, kommt das hier. Ja, und da haben wir eine Person, die ziemlich vertrauenswürdig ist, die aber was ganz anderes behauptet. Und zwar haben wir hier, ich weiß gar nicht, wer das genau ist, Colin Moriarty. Ja, ich kenne die Person nicht, aber man kann hier noch sehen, ja, diese Person hat früher bei IGN gearbeitet, ja, als Editor. Und er arbeitet in einem der größten Podcasts über PlayStation überhaupt. Und damit hat er eine ziemlich große Reichweite. Besonders wenn wir uns den jetzt mal auf Twitter anschauen, ja. Hier haben wir den Post gleich, da gehe ich gleich mal drauf ein. Aber wenn wir uns bei Twitter anschauen, er hat 160.000 Follower, circa. Und ich habe das mal verglichen jetzt mit einem Souls-YouTuber, den wir höchstwahrscheinlich alle kennen, namens Vati. Vati hat 165.000 Follower auf Twitter. Also vom Größenverhältnis sind die mindestens auf Twitter ziemlich gleich groß, ja. Natürlich, das hat nicht unbedingt was zu bedeuten, aber Personen mit einer sehr großen Reichweite tendieren selten etwas zu posten, von denen sie sich unsicher sind. Weil das Problem ist, wenn er jetzt was postet und es stellt sich heraus, dass es nicht stimmt, ist das komplett, ja, es zerstört ihn gefühlt. Ja, er wird zu einer komplett unvertrauenswürdigen Quelle und es macht für ihn einfach gar keinen Sinn, etwas zu posten, von dem er aber nicht sicher ist, ob es stimmt. Dementsprechend aus seiner Sicht und aus unserer Sicht eigentlich können wir ihm schon ziemlich vertrauen. Ja, natürlich muss man nicht alles hundertprozentig annehmen, aber ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Und was er genau gepostet hat, war hier am 4. Oktober: I'm hearing through the grapevine Bluepoint may be on a journey to Yharnam. Ja, Journey to Yharnam. Yharnam kennen wir wahrscheinlich alle, mindestens die, die Bloodborne gespielt haben, ist ein Gebiet in Bloodborne. Und jetzt ist die Frage, was genau macht jetzt Bluepoint Games? Es kann natürlich auch sein, dass Bluepoint Games an einem neuen Spiel arbeitet, an einem eigenen Spiel und gleichzeitig an einem Remake Remaster. Ich weiß jetzt selbst nicht, wie groß das Studio ist. Aber das kommt öfters vor. Auch From Software arbeitet oft an Spielen gleichzeitig oder andere Studios. Das muss nicht unbedingt immer, wir arbeiten nur an einem Spiel und wenn dieses eine Spiel zu Ende ist, erst dann arbeiten wir an dem nächsten. Kann sein, dass sie also halt, ne, gleichmäßig an einem Spiel arbeiten, das eine etwas weiter fortgeschritten ist und sie schon mit dem neuen starten. Das hat nichts weiter, das auszuschließen. Und genauso sagt auch nur, weil sie sagen, sie arbeiten an einem Original Game. Ja, hat das nicht auszuschließen, dass sie nicht an einem Remaster oder etwas anderes zu Bloodborne arbeiten. Und zwar habe ich jetzt hier noch weiter gelesen. Ja, ich habe das nur bei dieser Quelle gefunden, nirgendwo anders, aber ich stelle euch das jetzt einfach mal dar. Aber da sage ich schon vorher, ich weiß nicht genau, ob Colin das so gesagt hat, aber wir haben hier eine weitere Quelle. Und zwar hier Spieltimes. Und zwar steht hier, according to Moriarty, not only Bloodborne on PlayStation 5 Remaster is in the works, but it's also getting a sequel. Also wahrscheinlich wird auch Bloodborne kein Remake werden. Macht auch wenig Sinn,
2015 ist jetzt noch nicht so lange her, dass es ein Remake bräuchte. Ein Remaster schon. Aber ne, Dark Souls 1 hat auch kein Remaster bekommen, sondern nur ein Remake. Warum sollte ein Spiel, das 4 Jahre später erschienen ist, ein komplettes Remake bekommen, wie Demon's Souls, das schon von 2009 ist, also noch 6 Jahre älter? Dementsprechend, Remaster ist in dem Sinne, glaube ich, das absolut realistischste, was wir zu Bloodborne bekommen können. Worüber ich mich auch nicht wirklich beschweren würde. 60 FPS, bisschen verbesserte Grafik und alles bestens. Bloodborne ist ein ziemlich gutes Spiel, worüber man sich eigentlich in den meisten Fällen gar nicht beschweren kann. Gehen wir mal weiter. Und zwar steht hier: But he clearly mentioned via his Discord that he isn't very sure about the sequel. He said that he will need to confirm it once more with his source at Bluepoint. Dementsprechend kann es sein, dass Bluepoint an einem Sequel von Bloodborne arbeitet. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr komisch finde. Dass Bluepoint an einem Remaster, an einem Remake arbeitet, alles stabil. Aber an einem, ja, Sequel ist ein bisschen komisch. Und ich weiß auch gar nicht, was ich dazu ehrlich gesagt sagen soll, weil das passt eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Da hat er ja auch gesagt, das ist noch nicht bestätigt aus seiner Sicht, also aus Collins Sicht, ja, dass da irgendein Sequel kommt, sondern eher ein Remaster oder ein Remake zu Bloodborne 1, aber ein Bloodborne 2 weiß ich ja nicht. Ein Spiel von einem anderen Studio weiterzuführen ist eine Sache, aber ein Spiel weiterzuführen von From Software, das ist noch was ganz anderes, weil ja, ihr wisst selbst, From Software ist noch so ein bisschen in Richtung Storytelling, besonders auch in Bloodborne und die ganze Lore-Geschichte und so. Das funktioniert ganz anders als in anderen Spielen und ich weiß nicht, ob ein anderes Studio das so einfach aufgreifen kann und weiterführen kann. Auch wenn natürlich Bluepoint Games einen ziemlich guten Job gemacht hat mit dem Demon's Souls Remake, ja, zumindest aus meiner Sicht. Ich habe aber das erste nicht gespielt, also das Bluepoint, das Demon's Souls aus 2009. Ich weiß, dass viele sagen, dass es so ein bisschen, ja, seinen Charme verloren hat. Ja, dementsprechend, da bin ich, oh, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Das heißt, im Endeffekt, ein Bloodborne 2 halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Aber ein Remake oder Remaster könnte ziemlich gut von ja, Bluepoint Games gemacht werden. Besonders weil IGN hier sagt, Next Game planned to be an original, not a remake. Dementsprechend, Remaster ist auf jeden Fall noch drin. Dementsprechend, nochmal, dementsprechend, das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch allen wie immer einen wunderschönen guten Tag. Haut rein, schreibt gern in die Kommentare, was ihr davon haltet, besonders auch über Bloodborne 2 von Bluepoint. Dementsprechend, haut rein und ciao.